Und damit, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge How to Survive 2. Wir sind hier gerade in die Stadt gelaufen. Oh Gott, oh Gott. Kann ich sie einzeln anlocken? Ja. Kann ich, wunderbar. Sollte man noch machen. Es sind drei, vier Stück oder drei. Sind schon relativ. Oh, da hat mich der nächste gesehen. Glücklicherweise laufen sie nicht so schnell. Oh, der, okay. Der, na doch, vier Attacks halten immer durch schon richtig. Bam! Noch ein Stopp. Na, da ist noch was gewesen. Okay, doch nicht. Es backt immer ein bisschen rum noch. Okay, irgendwo läuft hier noch einer. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, verstehe. Batsch, batsch. Irgendwo konnte man. Aua. Die Angriffe, glaube ich, am Anfang einfach aufladen. Lass das. Ich habe keine Ausdauer mehr, okay. Batsch! Deswegen sind die Schläge wahrscheinlich auch ein bisschen schwächer gerade. Aber sie sterben dennoch mit einem Attack. Also mit den vier Attacks, mit den vier Standard-Attacks. Geldstücke haben wir erhalten, okay. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Da auch nichts mehr. Eine Öl. Ich finde es total geil, hier einfach durch die Stadt zu laufen. Leider sind wir ehrlich gesagt ein bisschen zu viele Zombies. Die müssten. Wenn es weniger wären, wäre es auf jeden Fall witziger, glaube ich. Ich sollte aufhören damit, ey, wirklich. Einfach draufschlagen, ist doch egal jetzt. Nee, okay, doch, doch, doch. Wenn sie aus sind, dann kann ich sie trotzdem auch killen. Noch ein Schokoriegel. Ich glaube, die Schokoriegel heilen mich so ein bisschen. Ich hab doch gerade gesagt, ich soll aufhören damit. Holy shit. Bin ich doof oder was? Wow, du siehst ja ganz schön mitgenommen aus. Dein Gesundheitszustand ist ganz schön mies. Es geht noch. Vergiss nicht, dich ein bisschen zu pflegen, wenn du nicht als verwesenes Knochengestell enden willst. Hier kann man überall Heilpflanzen finden. Wenn du etwas Stärkeres, etwas Wirksames haben willst, dann solltest du dir Verbandzeug oder Medikits herstellen. Bin ja dabei, Alter. Schön mal dein Leben. Ein Wiesenweißchenpflanze, okay. So. Okay, Escape ist also kein Pause-Button. Noch ein Stoffstück. Da ist noch eine. Und sogar zwei. Wir könnten jetzt schon einen Schokoriegel mampfen. Wenn wir mal Bock hätten. Was ist denn, wenn ich jetzt hier raufkletter? Können die mich angreifen? Naja, aber ich kann nach unten angreifen, sozusagen. Aua. Hier ist übrigens der nächste Park, der nächste Schrottplatz. Hier haben wir schon da um was. Pflastersteine. Mhm. Ich muss sagen, das Game, ich generell, How to Survive, hat mir schon immer gefallen. Ich habe den ersten Part so geliebt. Man konnte sich am Ende einfach so eine richtig fette Waffe basteln. Das war einfach mega awesome gewesen. Dos minus 10%, was natürlich Schokolade, ne? Macht ein bisschen durstiger. Okay, Gesundheit. Wir können theoretisch was craften. Wo konnte man sich noch was craften? Ah ja, hier. Ich brauche Heilpflanzen noch mehr. Was haben wir hier noch? Ein Stillebringer. Schaden pro Sekunde, Schaden mit Munition, Geräusch mit Munition. Ich glaube, die Stats sind ein bisschen verrutscht. Kann das sein? Oder hat das Ding keine Stats? Oder sind die vom Pfeil abhängig? Ah, ich glaube, die sind vom Pfeil abhängig. Die Stats. Was habe ich denn für einen Schläger? Habe ich einen verbesserten Baseball? Ne, ich habe nur einen Baseballschläger. 54,3. Müsste man echt mal die Stats vergleichen, oder? Handwerk. Aber Schaden pro Sekunde ist gleich. 33 und 1. 15. Verbrauch 15 Ausdauer. Auch, okay. Warum ist der verbessert, wenn der genauso genauso ist? Nicht genauso schlecht, aber genauso. Das ist auch eine riesige Stadt, ey, oder? Holy shit. Am liebsten würde ich alle töten, aber ich glaube, dass das, das verträgt sich nicht unbedingt. Oh, nice. Ich glaube, wir sollten wirklich langsam irgendwie in Häuser reingehen. Ich weiß auch nicht genau, wo das Ziel ist, aber ich glaube, wir sollten erstmal links lang laufen und vielleicht mal ein paar Häuser reingehen, wenn das denn überhaupt möglich ist. Da hinten hat man ein Häuschen. Also, ah, eine Heilpflanze. Guck mal hier. Hab ich ganz vergessen. Ganz übersehen. Da könnte man theoretisch rein. Da ist auch noch ein Zombie. Ah, okay. Der hat ein bisschen schneller angegriffen. Teilweise kannst du dich halt auch gar nicht wehren gegen die Attacks von denen. Schon wieder Geldstück und Stoffstück. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Hütte rein, würde ich sagen. Wow, okay.
Ich habe das für die Kopf von draußen auch noch. Ja, und ich habe ein riesiges Problem, glaube ich, oder? Lass das. Ja, ein Schokoriegel. Die Flashlight könnte man irgendwo ausmachen. Alt. Als krass, dass man. Dose mit Erbsen. Schön die Flashlight ausmachen, holy shit. Ach, auf dem Dach ist auch noch einer, holy shit. Okay. Geldstücke, ah, der war tot gewesen, da haben wir noch was. Dann noch eine Nagelschachtel. Was mit den. Der sieht mich aber ernsthaft nicht ernsthaft, oder? Okay, ich glaube, der sieht mich nicht, sonst würde er ein bisschen schneller laufen. Oh Gott. Was soll der ein bisschen schneller laufen? Lass das! Stoffstück. Macht die Flashlight aus, Alter. Holy shit. Da hinten haben wir was. Aluminiumrohr. Zur Not haue ich die Pflastersteine weg, wenn ich zu schwer werde. Eine Wasserflasche, sehr schön. Nylon-Garn schon wieder. Ich liebe das in diesen Städten, genauso wie State of Decay hatte ich auch mal gespielt. Das ist genauso wie der Sammeln-Zeug. Das ist einfach mega awesome. Ich liebe solche Games. Bleistifte? Habe ich da gerade Bleistifte gefunden? Oder habe ich mich gerade verlesen? Aluminiumrohr, ups. Nee. Schön aufnehmen. Okay, wir hätten mal durchlaufen können. Alles, was glänzt, mitnehmen. Oh Gott, da ist ja noch einer. Ich werde gleich was zu essen zu mir nehmen. Weil ich merke, hier kommen einige Gegner rein. Ja, alles klar. So, wir haben Heilmittel. Wir werden uns, denke ich mal, einfach mal einen Schokoriegel gönnen. Wobei wir danach Durst hätten. Ich glaube, den leichten Verband. So. Wie kann ich den mir geben? Wie kann ich den benutzen? Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir Stoffrucksack, Baseballschläge. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Wie kann ich das essen? Wie kann ich das benutzen? Und wo ging das doch? Oder hier muss man das vielleicht wechseln? Kann ich das da unten wechseln? Ah, noch ist die Steuerung ein bisschen unbekannt für mich. Cycle Weapons. Camp. Zoom Kamera. Use Inventory Object. Weapon 1, 2, 3. Okay, ich möchte aber ungern das jetzt schon benutzen, aus dem Grund, dass ich den Schock umweih. Gibt mir keine Gesundheit. Achso, ich kann mit E. Und mit E und Q kann man wechseln, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt keine zwei Schokoriegel aufgegessen. Doch, habe ich. Verdammt! Jetzt habe ich natürlich keinen Hunger mehr, aber... Oh mein Gott. Den wollte ich eigentlich nehmen. Okay. Ja, da muss man aufpassen. Da muss man wirklich aufpassen. Also noch... Was ist das für mich ein bisschen... Na, ich hätte mal zwei, drei Stück noch mitnehmen. Bisschen unbekannt alles noch wegen der Steuerung und allem. Jetzt haben wir natürlich zwei Schokoriegel gemampft. Ich weiß noch nicht, wie man die ohne Attack, ohne Schaden zu nehmen. Ah, hier ist schon Ende der Straße, das ist schön. Wie man ohne Schaden zu nehmen die Viecher angreifen soll. Weil die können unterschiedlich angreifen. Und hier scheint nichts mehr zu sein. Das heißt, ich habe mich einmal umsonst in Gefahr begeben. Das ist aber nicht so toll. Okay, hier haben wir das also erledigt. Das ist schön. Haben wir trotzdem ein bisschen was gebracht. Und schön, dass die Sicht wirklich anders wird, wenn man hier reinläuft. Ne? Dass es nicht mehr von oben ist, sondern so ein bisschen von näher. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Nee. Dass man so ein bisschen näher ist, gefällt mir. Und das natürlich automatisch die Flashlight, also die Taschenlampe angeht, gefällt mir jetzt nicht so doll. Aber na gut. So, komm mal her, Kleiner. Ich glaube, wir müssen einmal so attacken. Weil wir müssen versuchen, so zu attacken. Jetzt kann man nämlich so angreifen. Ohne dass er uns wirklich Schaden machen kann. Da hinten ist wieder eine riesige Heilpflanze. Ne, was ist das denn? Wiesen, okay, Wiesen weiß. Hier ist eine Heilpflanze. Gott, ist die Stadt riesig, ey. Ich werd irre. Guck mal, da konnte ich aufladen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich konnte gerade aufladen.
Da kann man wesentlich härteren Attack raushauen. Aber wie das geht, also ich glaube bei How to Survive 1 war es gewesen mit dem gedrückt halten, aber hat hier nicht so ganz funktioniert. Hier seht ihr, ich halte jetzt gedrückt, aber er hat nicht genommen wirklich. Ich muss auf jeden Fall alle Zombies killen, bevor hier irgendwie noch Probleme kommen. War hier hinten nicht auch noch eine gewesen hier? Batsch! Und noch eine heile Pflanze. Da oben ist wieder einer. Naja, du kommst da eh nicht runter, also halt den Mund da oben. Halt den Sabbel. Du bleibst schön da oben. Das war ein Fehler. Ich wollte gerade wieder mit dem Aufladen probieren, aber hat nicht so richtig funktioniert. Okay, das ist schön, dass das wirklich nicht ewig groß ist, diese Map, aber dennoch schon groß genug und ein bisschen was. Ah, ich glaube, das ist der Typ da oben auf dem Dach. Nee, doch nicht. Hier unten ist noch einer. Aber dennoch groß genug, dass man ein bisschen was erforschen kann. Das gefällt mir. Aber ich bin nicht dann froh, wenn ich irgendwann schön Waffen habe und Silent-Waffen. Die ist runtergekommen, die Olle. Beziehungsweise die. Ach, da unten ist sie. Okay. Jetzt die Frage. Ja, wollte gerade sagen, sind hier noch irgendwelche? So, erstmal die Heilpflanze mitnehmen. Dankeschön. So, jetzt sollten hier noch rechts welche sein. Das heißt, hier müsste irgendwo gleich die Ölflasche sein. Also irgendwann muss ich sie. Irgendwann muss ich sie schon finden. Aber wir checken jetzt erstmal das Ding hier drin ab. Okay, mach die scheiß Flashlight aus. Ich werde irre, ey. Ölflasche, da haben wir sie. Was haben wir hier noch? Dosen mit Erbsen. Ja, und war auch noch irgendwas gewesen. Orangensaft. Okay, vielen Dank. Nein! Oh mein Gott, warum bin ich denn immer so fail beim Attacken? Hier haben wir auch noch was. Aluminiumrohr. Ich kann eine ganze Menge mitnehmen, bevor ich überhaupt langsam wäre. Das gefällt. Was macht er denn da oben? Orangensaft. Bleistücke. Ach, Bleistücke nicht, sondern nicht Bleistifte, sondern Bleistücke. Okay. Okay, wo ist er? Der war doch gerade hier gewesen. Oder ist er noch weiter oben? Ah, schön, der Orangensaft bringt mir auf jeden Fall, falls ich mal Durst habe. Ich hab schon einen großen Durst eigentlich. Oh, verdammt, sind da viele unten. Aber hier war doch auch einer gewesen. Oder ist der nebenan im Haus? Auf jeden Fall ist hier cleared. Der greift irgendwas an. Ich glaube, der will die Pflanze kuscheln. Was machst denn du da? Lass das. So, muss ich auch noch rein in das andere Haus. Da war nämlich oben auf dem Balkon noch ein Dings gewesen. Und eine Pflanze. Unten ist auch noch unter mir einer, ist auch noch ein Zombie. Aber den lassen wir mal ganz kurz dort stehen. Hi, na? Wie geht's dir? Oh, ich liebe es, Häuser auseinanderzunehmen. Zu plündern. Dose mit Corned Beef. Corned Beef. Was haben wir hier noch? Schokoriegel. Nice. Haben wir hier irgendwo das im Klo noch versteckt? Taschenlampe aus, Junge. Ich glaube, das müssten sie vielleicht noch fixen, dass man die Taschenlampe automatisch nicht automatisch angeht. Fände ich ein bisschen cooler. Gerade damit man sich nicht mal selber abstellen muss. Das haben wir hier. Öffnen. Mach uff! Mhm. Pflasterstein nochmal. Und was haben wir hier hinten noch? Nichts mehr, aber hier unten will ich hin. Wie komme ich da hin? Ah ja. Nagelschachtel. Okay, wunderbar. Nägel kann man, glaube ich, später für Munition vielleicht gebrauchen. Wenn ich mich recht entsinne, war das, glaube ich, für Munition gedacht. Und jetzt haben wir nur noch einen einzigen Zombie. Da haben wir noch eine Heilpflanze. Einen einzigen Zombie und dann war es das hier, glaube ich, gewesen. Batsch. Sehr ruhig. Nochmal. Und nochmal. Batsch. So. Ich glaube, das war es gewesen. Damit habe ich die gesamte Stadt ausgeräuchert. Nice. Okay. Dann geht's zurück, beenden. Abzugspeil tot, EP 0% aktuell, weil ich glaube, ich einfach nicht gestorben bin. Beenden. Hui, ich möchte natürlich immer wieder alle Dings erforschen. Wenn natürlich die Dinger öfter vorkommen, werde ich natürlich die nicht immer erforschen. Aber ich hoffe mal nicht, dass sie immer öfter vorkommen. So. Great, you found some. And you're still in one piece. Ja. You have me thinking you've already read my survival guide. Anyway, let's fix this damn door now. You can just slide the oil into the air duct there. Ah, in mein Gesicht! Ah! I'll unlock it right away. As soon as the hatchway opens, come on in. Ah, ich liebe das. Falt hier wird entriegelt.
den Bunker betreten. Und damit haben wir, schön ausmachen, Kovacs. Na, wir nehmen uns einfach mal alles mit, würde ich sagen. Ich meine, ich denke das schon, dass wir das alles mitnehmen dürfen. Kovac, hast du was dagegen? Nö, oder? Oh, da ist noch viel mehr. Okay. Ich mach doch mal das Ding an. Das kommt mir so vor wie in einem schlechten Horrorfilm. Hier sind ernsthaft Zombies, oder? Ist das denn ernst, Kovac? Ne, das ist ja selber. Ha, okay. Mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, ihr lässt hier Zombies rein. Das nehme ich mir noch alles mit, bevor ich gleich zu ihm gehe. Ja, weißt du, ob ich danach noch die Chance dazu habe? Was haben wir hier? Ne, ach, ich wollte schon sagen, eine Katana. Großes Holzstück und das haben wir hier noch einen Stock. Aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge an... Ich dachte, hier unten glitzerte noch was. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge an Mineralien, die wir an der Werkbank verarbeiten sollten. So. Guten Tag, Kovac. I finally get to see you in the flesh. Welcome to my humble abode, Survivor. Erste Einrichtung. I've already told you how dangerous it is if you don't drink or eat when you're in hostile territory. But there's something else that's at least as dangerous. Negative thinking and a lack of prospects. To guard against that, so you're feeling all right and so you can upgrade your equipment, you need a camp. And every camp worthy of the name has a trunk, even an ugly one. Without one, you can't store what you find here and there. Nice, that's natürlich schön. I'll explain how to build your very own trunk. You're going to need wood, rope, and fabric. Wood and fabric you can find pretty much everywhere in the forest. Rope, on the other hand, is kind of hard to come by around here. Seil habe ich nämlich noch nicht gefunden gehabt. Some in the swamp. There's always some lying around. Unless that old nutcase got there first and took everything. He goes wandering around the bog sometimes. When he's not fighting with his brother. But whatever. First go and find what you need to make your trunk. And when you get back, you can make it and put it somewhere. Sehr schön. Finde ein großes Holzstück, fünf Stoffstück, achso, Stoffstücke und Flechzer. Okay, Flechzer ist, glaube ich, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Dann starten wir das doch einfach mal. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, machen wir ganz kurze Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von How to Survive 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, Leute.